Sono Leonardo, andiamo a fare il gelato? Venite! Incominciamo, also wir fangen da jetzt mit Erdbeeren. Du siehst Wasche. Du musst sie innen schneiden. Du musst sie ein bisschen kleiner machen, damit sie einfach mit nachher gut zum Mixen sind. Man weiß, dass wo Zucker drin ist, ist auch der Geschmackträger. Und darum ist es immer besser, wenn die Erdbeere eigentlich immer von selber genug Zucker haben. So, jetzt haben wir unsere Erdbeere. Ich tue sie jetzt wagen. Geben wir das Wasser rein. Zucker. Und dann haben wir da noch Dextrose. So. Tun ein bisschen rühren. Dann haben wir noch Bindemittel noch. Das ist ein Johanniskernmehlbrot und noch Fasern. Und dann am Schluss noch ein bisschen Zitrone. Zitrone erhält ein bisschen die Farbe. Gut. So, jetzt tun wir das mixen. Ist alles bereit. Schalten wir ein. Wird gemixt. So, tun wir jetzt noch Zuckerhalt messen. Wir sind eigentlich alles, unsere Sorbet haben den gleichen Zuckergehalt. Sind alle gleich. Und einer sagt süß und so, kann nicht stimmen, weil wir wollen es ganz genau alle so produzieren, dass alle den gleichen Wert haben. Und das ist perfekt. Sehr gut. Haben wir wieder gut gemacht. So, gehen wir bei unserer Glassmaschine. Okay, kommt mit. Ah, dann muss ich mitnehmen. So, jetzt haben wir den letzten Schritt. Also, einer der letzten Schritte. Wir tun das Mantecatore. Das ist eine Eismaschine, die rührt und kühlt. Und durch das tut sich dann Eis bilden und dann in etwa ca. 7 Minuten dürfen wir schon la fragola, sorbetto la fragola. Gut. Jetzt, ich würde sagen, warten wir ab. Finito, gelato è pronto, fragola. So, und jetzt geht er schlafen. Dann geht er in den Schockfreezer, minus 40 Grad, in ca. 30 Minuten. Und danach geht er noch in die Tiefkühlzelle. Ciao. Ciao, ciao. So. Schauen wir, ob unser Glas schon eingefroren ist. Ja. Sieht gut aus. So. Jawohl. Jetzt tun wir das schön versorgen. Voilà. Sind wir wieder da? Jetzt gibt es nur eins. Genießen. Oder buon appetito. Probieren. Tatsächlich Erdbeere.